sind sie. Die Prinzengarde hat natürlich mitgebracht unser amtierendes Prinzenpaar Nicole die Erste und Sebastian der Zweite. So, und jetzt, normalerweise würde die Garde stehen bleiben, normalerweise, aber heute nicht. Heute gehen sie wieder zu ihren warmen Jacken und zu ihren Masken. Und da würde ich sagen, Marsch, Mädels, Abmarsch, zieht euch an. Wow. Jawohl. Wow. Genau, und dann können sie, wenn sie wollen, auch wieder ins Warme gehen soweit. Denn jetzt dauert es ein bisschen länger, was wir jetzt alles zu sagen haben. Denn wir haben nämlich auch noch unsere Ex-Prinzessin sozusagen da, die letztes Jahr online alles sozusagen übergeben hat, ihr komplettes Amt, ihr Diadem, wie auch immer. Der Prinz ist auf dem Weg. Aber wisst ihr, wie das mit den Schauspielern ist, ne? Da ist, normal werden sie abgeholt, dann sind sie pünktlich, aber wenn sie halt nicht abgeholt werden, sind sie halt nicht so pünktlich. Ne? Jetzt seid ihr wirklich, ne? Jetzt könnt ihr, machst du das jetzt dann auch so? Dass man quasi Daddy auf nur vorlassen muss. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit mehr. Niki, ich darf dir. Er ist so nett. Ich habe vom Ja, ich sage erstmal Hallo zu allen. Schön, dass ihr alle da seid. Dass ihr diese Spontanität auch mit uns mitmacht. Nicht im gewohnten Bereich, vielleicht auch ein bisschen kühl, wurde mir gesagt, aber das ziehen wir einfach durch. Meine Füße spüre ich nicht mehr, deswegen sage ich jetzt auch gar nicht mehr so viel. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Fasching. Wir ziehen durch, wir machen einfach und haben Spaß und ja, wir rocken das. Eure Prinzessin Nicole, die Erste. Vielen Dank, Niki. Also es freut mich, narrisch heute da sein zu dürfen. Und besonders auf diese Kürze der Zeit. Es wurde jetzt schon angesprochen, dass ganze 12 Faschingsgesellschaften gesagt haben, sie wollen sich das mit anschauen. Also es ist eine Riesenehre, eben auch vielleicht mit dieser Wettersituation, die wir hier haben, dass ihr uns dann alle auch dann da seid. Ich will euch auch nicht unbedingt mehr foltern, wie unbedingt nötig. Daher halte ich meinen Part jetzt auch kurz. Christine übernimmt es dann schon wieder, wenn nochmal Lücken zu füllen sind. Und bedanke mich für euer Dasein. Wünsche euch einen wunderschönen Fasching. Wie er jetzt wird, schauen wir, machen wir zusammen. Euer Prinz Sebastian der Zweite. Dankeschön. Ja, für euch zwei haben wir natürlich auch noch ein kleines Geschenk. Euer Geschenk wäre es ja auch eigentlich auf der Bühne überreicht gewesen, aber ich habe euch das zu Hause privat überreicht, euer Fotoalbum. Also ihr konntet schon 2 Jahre lang in dem schmökern, was ihr so alles erlebt habt. Aber ihr beide, ihr bekommt natürlich vorab jetzt auch unsere warmen Becher, die ihr sonst immer verteilt. Ja? Und könnt euch da dann natürlich je nachdem warm oder kalt einfüllen und könnt somit dann auch immer anstoßen mit den anderen Prinzenpaaren, die das auch haben oder wie auch immer. Ja, wir sagen Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr 2 Jahre jetzt da wirklich durchstarten wollt, dass ihr also letztes Jahr auch mir das eben schon gesagt habt, ihr wollt also da, ihr macht es 2 Jahre, das kriegen wir schon hin, im zweiten Jahr wird es bestimmt ein bisschen besser. Das hoffen wir natürlich, dass das ein oder andere auch noch stattfindet. Vielen herzlichen Dank. So, weil wir... Du, Kastel Umbrucht haben wir dir ja schon damals am Faschingsdienstag, ne? Aber jetzt von der Bühne verabschieden sozusagen mit unserem diesjährigen Jahresordner. Ihr seid die Ersten, die den jetzt bekommen und die Ersten, die auch unser Heft bekommen. Und wir sagen Dankeschön. Und ja, das könnt ihr wieder mitten uns unter das Publikum sozusagen und dann würde ich, ja, jetzt brauche ich meine Zeit, jawohl, geht ihr? Ja?